So, herzlich willkommen zurück in meinem tollen U-Boot. Das letzte Mal haben wir einen kleinen Hilferuf von einem anderen Schiff bekommen. Hier sehen wir es 300 Meter entfernt. Und ich würde sagen, als allererstes untersuchen wir dieses andere Rettungskapselschiff oder sowas auch immer das sein mag. Los geht's. Oh shit, das sind ein paar von den Typen. Aber hier haben wir die Kapsel. Kann ich jetzt irgendwie was machen mit? Oh. Kann ich jetzt irgendwie scannen jetzt oder so? Irgendwas. Ah, hier kann ich rein. Oh lol. Oh, okay. Datenbox. Okay, Kompassbauplan verfügbar. Okay, ja, also es ist scheinbar eine ehemalige Rettungskapsel gewesen. Boah, shit, Alter, ich bin ja überall von diesen Schlingpflanzenmonstern umgeben. Ich panik hier gleich, ich schwör's. Ich gehe weg von hier. Ich habe das Ding untersucht. Das sollte ich machen. Und jetzt hau ich ab, bevor ich hier noch irgendwie rumpanicke. Jetzt bin ich mal gespannt, was dieses fremde PDA uns so bringen wird. Datenbank, Überlebende der Aurora, hier. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. So wirklich viel gebracht hat das jetzt nicht. Ich würde sagen, das nächste, was wir uns mal anschauen werden, ist dieses Konstruktionswerkzeug. Dafür brauchen wir erstmal eine Batterie. Ich glaube, das weiß ich noch, wie das geht. Hier. Einfach nur Säurepilze brauche ich da noch. Die sollte ich ja hier haben. Genau. Hier zwei Säurepilze. Und schon kann ich eine Batterie machen. Dann brauchen wir noch Kabelsatz, da brauche ich wahrscheinlich viel Kupfer einfach dafür. Silbererz. Okay. Spannend. Und ein Computerchip. Ach du Kacke, Tischkorallenprobe, Gold und ein Kupferdraht. Kupferdraht ist nicht das Problem. Also wir brauchen Silber. Schau ich mal kurz, wo man Silber findet. So, ich habe jetzt rausgefunden, dass man Silbererz nur in Höhlen findet. Und in diesen komischen Biomen, in denen auch diese Bären waren. Mit den Fischen, die mich wahrscheinlich angreifen. Also einmal gibt es die Fische, die mich wahrscheinlich angreifen. Und in dem anderen sind diese Torpedofische. Jetzt ist die Frage, was besser ist. Ich würde sagen, ich schaue erstmal, dass ich vielleicht in so eine Höhle komme, weil ich weiß ja immerhin für sure, dass ich das überlebe. Tischkoralle, da brauche ich auch eine Probe davon. Ah, yo. Da brauche ich 2 Stück, soweit ich weiß. Ich nehme einfach mehr mit. So. Perfekt, das ist schon mal wichtig. Nur komm her. Und du rückst Stiche ab, Junge. Verpiss dich. Wow! Wow, hat er viel Damage ge... Oh mein Gott, ich bin ja so weg. Der hat mich einfach mal fast gekillt. Ach du Kacke. Junge, verpiss dich. Irgendwann später. So, ich habe jetzt noch kein Silber gefunden. Das scheint echt ziemlich schwierig zu sein. Ich weiß nicht genau, wo das sein soll. Ich verstehe es nicht so ganz. Okay, so wie es scheint, muss ich echt zu diesen Stalkern. Das sind diese langen Fische. Wird es gerade Tag oder Nacht? Genau die, Mann. Was machst du hier bitte? Holy shit. Okay. Gut, das zum einen. Und zum anderen bin ich der Meinung, dass ich eine Taschenlampe benötige. Dann schaue ich einfach mal, was ich dafür brauche. Batterie und Glas.
Das sollte kein allzu großes Problem darstellen. Okay, Taschenlampe da runter. Dann noch ein bisschen Obi-Obi. Holy shit, Alter. Das nenne ich mal einen Mond. Wow. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. 18-10, 9, 8, 7, 6. Passiert's, was, wenn ich draußen bleibe, oder? 3, 2. Holy shit! Ich geh besser rein. Holy! Das war heavy! Wir machen uns daran, diese Sonnensteinablagerungen zu finden. Und ich habe erfahren, dass die wirklich bei diesen Stalkern sind, weil die sammeln die Erze wohl. Das heißt, bei denen werde ich eine ganz gute Chance haben, so Erze zu finden. Und ich weiß ja nicht, aber mir persönlich gefällt es gar nicht, dass ich zu denen muss. Oh shit, oh crap, oh crap. Einfach jetzt schon. Komm, verpiss dich. Alter, ich bin noch keinen Schritt, keinen Meter in den ihr Territorium rein. Und schon greift mich einer von denen an. Das ist echt nicht normal, ne? Alter, holy shit. Junge, ich kann sowas gar nicht ab. Und da sind so viele von denen. Da ist noch so einer. Ja, komm her, Junge, kriegst auch Stich ab. Ja, komm her. Von der Seite reinkommen, Junge. Alter. Und jetzt treibe ich die aber alle zu mir. Das ist echt nicht gut. Komm, ich kill dich jetzt einfach. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Okay, ich bin schon mal zu langsam dafür. Aber der wird immer wieder zurückkehren. Ey, das ist so dumm. Aber ich muss halt Silber bekommen. Da führt langfristig kein Weg dran vorbei. Und da drüben ist auch noch einer. Jetzt sind hier schon zwei Typen direkt an meiner Base dran. Alter, ich krieg zu viel wirklich. Ich, nee. Oh, ja, da lungert er rum, ne? Da kommt der andere schon. Alter. Jetzt campen die hier ab, oder was? Ist das ekelhaft? Ah, Kommunikator, oh. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Okay. Sorry, dass ich hier von irgendwelchen ekelhaften Viechern belagert werde. Also Leute, das ist echt heavy. Ich würde sagen, ich brauche ein bisschen, um mich darauf vorzubereiten, mental. Und eventuell auch, um eine Taktik herauszufinden, wie ich mit diesen Stalkern umgehen kann. Insofern würde ich sagen, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein.